Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt 4 Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Was ist denn da gewesen in dieser Nacht? Es hat gebrannt. Sind Sie wahnsinnig? Gehen Sie doch vom Wasser weg! Die Strömung reißt Sie noch mit! Können Sie mich verstehen? Wie ist Ihr Name? Was ist Ihnen zugestoßen? Was ist Ihnen zugestoßen? Mit kalter Hand. Ein Hörspiel von Christina Kühnreich. Dr. Mantai? Dr. Mantai? Ach, Herr Schwarzenberg. Wie schön, Sie zu sehen. Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit, aber darf ich Sie kurz sprechen? Selbstverständlich. Ich habe übrigens vor ein paar Monaten im Club die Nachricht von dem Brand in Ihrer Wohnung gehört. Es tut mir sehr leid. Ist inzwischen alles wieder in Ordnung? Nun, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, ja. Also, der Qualm ist inzwischen abgezogen und die Möbel stehen wieder an ihrem Platz, aber wie Sie vielleicht auch gehört haben, war meine Köchin bei dem Brand zugegen. Und es scheint, als setze ihr diese ganze Sache immer noch schwer zu. Sie ist nicht wiederzuerkennen, durcheinander, ängstlich. Ja, geradezu verstört. Seit Wochen steht sie wie unter Schock. Sie arbeitet schon seit vielen Jahren für uns und wir schätzen sie sehr. Wir haben ihr natürlich versucht zu helfen, aber ihr Zustand will sich einfach nicht bessern, sodass meine Frau und ich übereingekommen sind, die ganze Sache in professionelle Hände zu geben. Wir hatten an sie gedacht. Bitte, Dr. Mantai, würden Sie sich unsere Adelheid mal anschauen? Eine Frau aus dem einfachen Volk. Das ist doch mal eine Abwechslung. Zu den großbürgerlichen Hysterikerinnen, die mich üblicherweise konsultieren. Wegscheider Adelheid. Wie alt sind Sie? 44 Jahre. Verheiratet? Nein. Verwitwet? Nein. Kinder? Nein. Einen Freund? Verlobten? Nein. Beruf ist Köchin, nehme ich an. Ja.
Wie lange arbeiten Sie schon für die Familie Schwarzenberg? Im März waren es 15 Jahre. Sie wissen, warum man Sie zu mir geschickt hat? Es hat gebrannt. Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nach dem Bericht des Krankenhauses hat man sie einen Tag nach dem Wohnungsbrand verstört und nur mit einem Nachthemd bekleidet an der Donau aufgefunden. Was wollten Sie dort am Ufer? Ins Wasser gehen? Wie ist es eigentlich zu dem Brand gekommen? Den Unterlagen zufolge wird Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, konnten Sie auch noch Tage später nichts zur Ursache Ihres als apathisch und depressiv beschriebenen Zustandes sagen. Dieser Zustand hat sich nach Aussage von Herrn Schwarzenberg auch in den letzten Monaten nicht verändert. Bitte schildern Sie mir jetzt Ihren bisherigen Lebenslauf. Sagen Sie mir alles, was Ihnen gerade einfällt. Geboren wurde ich im Jahre 1885 in Tirol. Meine Mutter Julie Wegscheider bewirtschaftete eine Gaststätte in der Nähe von Stumm im Zillertal. Meinen Vater kenne ich nicht. Ich hatte noch eine Schwester, Katharina, die 5 Jahre älter war als ich, und einen 3 Jahre jüngeren Bruder. Außerdem lebte noch die Patin Theresia bei uns im Haus. Sie alle sind gestorben, als ich 3,5 Jahre alt war. Woran ist Ihre Familie gestorben? Das weiß ich nicht. Sie können sich nicht erinnern? Nein. Und es konnte Ihnen auch später niemand etwas dazu sagen? Nein. Wie ging es dann weiter? Für kurze Zeit lebte ich bei einer Tante meiner Mutter, der Eva Daum. Sie war die Tortenmacherin von Stumm. Aber lange habe ich dort nicht bleiben dürfen. Wären Sie gerne bei ihr geblieben? Es war oft lustig bei ihr in der Backstube. Ein Grammophon hat es gegeben und sie hat oft laut mitgesungen, während sie die Torten verzierte. In der Nacht musste sie aufstehen, um Brot zu backen. Morgens hat sie es verkauft und am Nachmittag wieder gebacken. Sie war ganz allein mit der Arbeit. Da hat sie keine Zeit für mich gehabt. Deshalb bin ich dann ins Waisenhaus nach Innsbruck gekommen. Aber jeden Sommer durfte ich zu ihr. Und einmal lebte ich für mehrere Wochen dort. Nachdem das Waisenhaus abgebrannt war. Abgebrannt? Jemand hat ein Feuer gelegt. Wann war das? Das habe ich vergessen. Noch einmal zurück zu Eva Daum. Konnten Sie nicht von ihr etwas über das Schicksal Ihrer Familie erfahren? Ich durfte sie nichts darüber fragen. Sie hat dann immer geweint und ich habe sie nicht quälen wollen. Und im Waisenhaus gab man Ihnen auch keine Antwort? Ich habe nicht gefragt. Wie ging es nach dem Waisenhaus weiter? Mit 16 habe ich eine Hauswirtschaftsschule in Innsbruck besucht und nach dem Abschluss habe ich 10 Jahre lang als Hilfsköchin in einem Hotel gearbeitet. Danach bin ich nach Wien gezogen und habe die Stelle bei den Schwarzenbergs angetreten. Da war ich 29. Haben Sie den Wunsch, einmal eine eigene Familie zu gründen? Frau Wegscheider. Verzeihen Sie, Herr Doktor, ich bin sehr müde. Gut, lassen wir es für heute genug sein. Bis morgen, um die gleiche Zeit. Auf Wiedersehen. Beruhigen Sie sich!
Gott, mein Gott, was ist geschehen? Haben Sie sich verletzt? Nein. Es ist nichts geschehen. Kommen Sie. Setzen Sie sich erst mal. Adelheid. Wir kennen uns nun so viele Jahre. Sie wissen doch hoffentlich, wie gern wir Sie alle haben. Aber Ihr Zustand in den letzten Wochen macht uns große Sorgen. Deshalb haben wir Ihnen ja auch vorgeschlagen, sich Herrn Dr. Mantei anzuvertrauen. Aber es geht schon wieder. Wirklich, Adelheid, er ist ein sehr guter Arzt. Ja, bestimmt. Er rief mich heute Morgen an, um zu fragen, warum Sie gestern nicht zum vereinbarten Termin gekommen seien. Ob es Ihnen nicht gut ginge? Ich kann das nicht. Wie bitte? Er will, dass ich aufschreibe, was ich träume. Aber wenn ich morgens aufwache, dann weiß ich nichts mehr. Fühle mich nur ganz zerschlagen. Ja. In letzter Zeit sehen Sie sehr müde aus, Adelheid. Das muss alles sehr anstrengend für Sie sein. Immer wieder will er über den Tod meiner Familie sprechen. Dabei kann ich ihm doch gerade darüber am wenigsten sagen. Verzweifeln Sie nicht, Adelheid. Haben Sie Geduld mit sich. Und auch mit dem Doktor. Er muss Sie ja auch erst kennenlernen. Guten Tag, Frau Wegscheider. Wie geht es Ihnen heute? Herr Doktor, ich kann nicht mehr gut schlafen. Gut. Wie? Gut, dass Sie nun Ihre Schlaflosigkeit erkennen. Ich verstehe Sie nicht. Nun, ich glaube, dass Sie schon eine ganze Weile schlecht oder gar nicht schlafen. Aber bisher haben Sie sich immer dagegen gewehrt, über Ihre Schlaflosigkeit zu sprechen. Also, Frau Wegscheider, ich fasse nun zusammen, was wir bisher über Ihren Lebensweg herausgefunden haben. Wenn Sie Einwände haben, dann sagen Sie mir das bitte, ja? Sie haben mir erzählt, dass Sie zusammen mit Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter, Ihrer Schwester und Ihrem kleinen Bruder im Pinsker Haus in Stumm im Zillertal gelebt haben, bis Sie ungefähr 3,5 Jahre alt waren. Dann starb Ihre Familie unter ungeklärten Umständen. Dies muss 1888-89 gewesen sein. Sind Sie bis dahin einverstanden, Frau Wegscheider? Ja, Herr Doktor. Gut. Also an die genauen Umstände dieses Ereignisses, welches Sie als kleines Kind miterlebt haben, können Sie sich nicht erinnern. Aber auch Ihre gesamte Umgebung scheint sich darüber in Schweigen gehüllt zu haben, nicht wahr? Was will er jetzt? Ich weiß doch nichts davon. Warum fragt er mich denn ständig, mein Gott? Frau Wegscheider, hören Sie mir noch zu. Ja, Herr Doktor. Ich verstehe nicht, warum er so viel Geduld mit mir hat. Und diese Erinnerungslücke hält bis heute an. Sie sind nun 44 Jahre alt. Dann lebten Sie bei der Tortenmacherin Eva Daum, danach in einem Waisenhaus in Innsbruck. Hier ereignete sich ein Brand, weshalb Sie wieder für einige Wochen bei Eva Daum in Stumm lebten. Dann kam die Ausbildung in der Hauswirtschaftsschule, danach arbeiteten Sie 10 Jahre lang in einem Hotel in Innsbruck, danach zogen Sie nach Wien und wurden von Familie Schwarzenberg in den Dienst genommen. Und nun ereignet sich plötzlich wieder ein Brand. Sie werden von 2 jungen Männern der Brandwehr aus dem Haus gerettet. Sie erleiden offenbar einen Schock, flüchten von der Unfallstelle. Man findet sie nachts verwirrt am Donauufer auf. Ah,
Adelheid, ganz ruhig, ganz ruhig. Sie sind hier in meiner Praxis. Sie sind bloß eingeschlafen. Oh Gott. Eingeschlafen. Ausgerechnet jetzt. Ich schäme mich. Bitte sagen Sie den Schwarzenbergs nichts davon. Sie wären sehr enttäuscht von mir. Aber ich bitte Sie, Frau Wegscheider. Sie können mir schon glauben, dass ich mich an unsere Schweigeabmachung halte. Außerdem ist es ein großer Vertrauensbeweis, wenn Sie sich in diesem Raum endlich entspannen können. Gratulation. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Ich denke, für heute sollten wir die Sitzung beenden. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Ich werde diesen Menschen nie verstehen. Ach, Augenthaler, dich im Club zu treffen. Sollte sich der eifrigste Historiker Wiens tatsächlich einmal einen freien Abend gönnen? Ja, ja. Spotte du nur, Mantei. Dabei hat man dich ja auch schon länger nicht gesehen. Hast gerade eine neue Patientin bekommen, wie man hört, die Köchin vom Schwarzenberg. Wien ist ja doch ein Dorf. Nichts bleibt unbeobachtet. Nun, zumindest wird in dieser Stadt jede Nachricht mit einem bissigen Kommentar versehen. Man kann zwischendurch dankbar sein, mal selber aus der Schusslinie zu kommen. Was treibst du so? Ich bin inzwischen tatsächlich verrückt geworden. Vorausgesagt hattest du es mir ja bereits. Erzähl schon, Bücherwurm. Durch was frisst du dich wieder hindurch? Diesmal bin ich mit einer äußerst umfangreichen Chronik beauftragt worden. Dazu muss ich die Landesgeschichte aller österreichischen Provinzen zusammentragen. Also Quellenstudium, du verstehst. Jahresberichte, Festschriften, Gerichtsakten, Zeitungsausschnitte, einfach alles. Das ist ja sehr interessant. Heuchle nicht, mein Freund. Ich weiß, dass dich der Staub der Geschichte kalt lässt. Nun ja, da ist schon was dran. Aber mir kommt gerade ein Gedanke, der mir in Bezug auf meinen neuen Fall wichtig erscheint. Die Köchin? Ah, Augenthaler. Ich kann mich doch auf deine Diskretion verlassen. Na, selbstverständlich, Herr Doktor. Vielleicht könntest du etwas für mich recherchieren. Komm, wir setzen uns dort drüben ins Separé. War alles nach Wunsch, Herr Schwarzenberg? Oh, sicher. Es war wieder einmal hervorragend, Adelheid. Soll ich Ihnen noch einen Kaffee bringen? Na, danke, Adelheid. Wir nehmen den Kaffee heute außer Haus. Sehr wohl. Oh Gott! Sie haben ja hohes Fieber. Bitte legen Sie sich ins Bett. Ich rufe unseren Hausarzt an. Landesgeschichte Tirol, Band 1. Geschichte des Landes Tirol in 2 Bänden. Lokal- und Provinzialchronik. Werden in den folgenden Kapiteln historische Straftaten dokumentiert, soweit darüber Zeitungsberichte bzw. Gerichtsakten vorliegen. Na, schaue ich doch mal ab 1885 nach. Da Innsbruck, Kufstein, Schwarz. Hier. Zillertal. Grenzstreitigkeiten zwischen 2 Bauern. Brudermord. Holzdiebstahl. Nicht viel passiert in der Gegend. Hier, kommt noch was. Kaltenbach, 13. Oktober 1889. Ein grässlicher Raubmord ist heute früh in Arnbach in der Gemeinde Stumm im sogenannten Pinskerhaus, einem abgelegenen Wirtshause, verübt worden. Als die Leute zum Frühgottesdienste gingen, bemerkten dieselben im Pinskerhaus einen auffallenden Rauch. Die Türen waren versperrt und als man endlich durch ein Fenster eindrang, bot sich ein schrecklicher Anblick dar. Der Hausflur war voll Blut und in der Küche lagen die Leichname der Wirtin Therese Elster, ihre Verwandten Julie Wegscheider und eines 8-jährigen Mädchens. Das könnte doch vielleicht... Im oberen Stockwerk fand man ein halbes Jahr ein altes Kind tot, wahrscheinlich erwürgt in einem Bette liegen. Ein 3-jähriges Mädchen ist auf unerklärliche Weise durch ein Fenster entflohen. Das ist ja unglaublich.
Grüß Gott. Das Buch schickt Herr Professor Augenthaler aus dem Staatsarchiv mit herzlichen Grüßen. Vielen Dank. Der Gute. Hat er sich tatsächlich sogleich an die Arbeit gemacht. Und offensichtlich etwas gefunden. Hier hat er eine Stelle markiert. 13. Oktober 1889, grässlicher Raubmord. Stumm in Zillertal, sogenannten Pinskerhause. Wahrscheinlich wurden die drei älteren Personen erschlagen oder erstochen und dann verbrannt. Und das Kind, das vielleicht geschrien, von den Mördern an die Schlafkammerwand geschlagen. Das Kind mit 3,5 Jahren duckte sich unter das Bett und rührte sich nicht, bis die Raubmörder sich wieder fortgemacht hatten. Sie floh durch ein Fenster und kam dann ins Dörflein Arnbach. Man konnte jedoch von demselben nur die Worte Mutter tot, Blut, Brennen herausbringen. Aus dem Gerichtssaale Innsbruck, 11. Juni. Nun betritt die kleine, 3,75 Jahre alte Adelheid Wegscheider den Verhandlungssaal. Geführt von einer barmherzigen Schwester des hiesigen Waisenhauses, wo das Kind seither untergebracht ist. Eine allgemeine Bewegung ging durch den dicht gefüllten Zuschauerraum. Das Kind antwortete auf die vom Vorsitzenden gestellten Fragen unter Assistenz der Tortenbäckerin, wie es die Eva Daum nannte, ziemlich kurz und präzis. Die barmherzige Schwester gibt an, dass dem Kinde immer noch, selbst beim Spielen mit anderen Kindern, die grässlichen Vorfälle der Nacht vom 12. bis 13. Oktober einfallen und es fortwährend davon spricht. Das Kind wird sodann aus dem Saale geführt, bei jedem Anwesenden ein gewisses Mitgefühl zurücklassend. Adelheid. Ich erinnere mich. Kommen Sie herein. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Bitte, setzen Sie sich doch, Adelheid. Ich erinnere mich deutlich an mein Elternhaus. So ist es gut, Adelheid. Und nun bleiben Sie mal ganz ruhig und konzentrieren Sie sich bitte zunächst auf Ihren Atem. Ganz ruhig. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ganz ruhig. Einatmen und ausatmen. So, das ist gut. Erinnern Sie sich nun an Ihren Traum. Was haben Sie gesehen? Eine Stiege. Eine offene Tür. Ich konnte eine Treppe aus Holz sehen. Dann eine Frau mit wirrem Haar und in einem weißen Hemd. Was haben Sie gehört? Eine Stimme hat gerufen. Ich habe sie aber nicht verstehen können. Was haben Sie gerochen? Es hat nach Rauch gerochen. Alles war voller Qualm. Was haben Sie gefühlt? Ich wollte loslaufen, aber ich war gelähmt und stumm. Es war schrecklich. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich weiß nicht. Adelheid, Sie haben in den letzten Tagen sehr große Fortschritte gemacht. Ich denke, wir sollten heute noch ein Stück weitergehen. Wie meinen Sie das? Wir machen jetzt eine kleine Reise. Bitte konzentrieren Sie sich zunächst wieder auf Ihren Atem. Atmen Sie ganz ruhig ein und aus. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Ganz ruhig. Gut. Erinnern Sie sich an den Weg, den Sie gerade zu meiner Praxis zurückgelegt haben. Nun gehen Sie diesen Weg noch einmal in Gedanken.
Sehen Sie die Häuser, an denen Sie gerade entlang spaziert sind? Menschen, denen Sie begegneten? Lassen Sie die Bilder kommen und gehen. Halten Sie sie nicht fest. Nun stehen Sie vor meinem Haus. Sie gehen aber nicht hinein, sondern weiter die Straße hinunter, folgen ihrer Biegung und gehen weiter geradeaus. Immer weniger Menschen sind hier unterwegs. Die Straße hört auf und wird zu einem Wiesenweg. Sie lassen die letzten Häuser hinter sich. Auf einmal sind sie auf dem Lande. Sie kommen zu einem Dorf und gehen auf der Hauptstraße hindurch. Sie kommen an einen Bach, an dem sie entlang gehen. Er führt durch einen Wald und in ein abgelegenes Tal. Sie schauen zu den Bergen hinauf. Der Himmel wird dunkel. Es wird Nacht. Sie sehen ein einsames Haus und gehen darauf zu. Die Tür steht offen. Sie gehen hinein. Sie sehen eine Gaststube. Dort sitzen zwei Männer. Sie gehen weiter zur Küche. Dort steht eine junge Frau und füllt Bier in Gläser. Sie sehen eine Treppe, ergreifen das hölzerne Geländer und gehen hinauf. Oben angekommen sehen sie drei Türen. An den ersten beiden gehen sie vorbei. Die dritte Tür öffnen sie. Dort steht ein Bett. Sie legen sich hinein. Sie atmen ein und aus. Ganz ruhig. Ein und aus. Ein und aus. Es hat heute Nacht viel geregnet. Das Wasser vom Ziller steigt und steigt. Eine graue Flut strömt mit wilder Kraft durchs Tal. Doch. Aber Kathi, nicht so schnell. Die Adelheid kann ich doch so nicht kriegen. Ich kann ganz schnell laufen. Schau, Mama. Aua. So, Kinder, jetzt ist gut. Stellt den Kübel bitte hin, sonst läuft noch die ganze Milch aus. Julie? Der Hansel schreit. Ich glaube, der ist hungrig. Ja, danke, Theresel. Ich komme. Ich stehe auf der Brücke. Unter mir das rasende Wasser. Vor Angst möchte ich schreien, doch die Strömung zieht mich magisch an. Sie reißt mich mit sich fort. Adelheid, Kathi, ab ins Bett. Jetzt beten wir noch zusammen zum lieben Gott. Julia, wer ist denn da? Wir haben noch zwei Gäste, ich gehe schon. Die Sonne ist hinter dem Berg verschwunden und gleich kommt die Nacht. Gott im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns so gut bewachst. Ins Bett nun werden wir uns legen, deck uns zu mit deinem Segen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Ewigkeit. Amen. Und euer Schutzenglein sitzt auf dem Fensterbrett und beschützt euch die ganze Nacht. Die Mutter hat gerufen. Seid still! Mama! Julie? Was ist denn passiert? Wir müssen weglaufen. Ich hab Angst. Versteck dich unterm Bett. Ich komm gleich zurück. Therese! Maria und Josef!
Gänse. Das ist ein Feuer. Mama? Kathi? Therese? Muss Maria holen. Was machst du denn allein hier mitten in der Nacht? Mutter, tot. Blut. Brennen. Was ist denn da gewesen in dieser Nacht? Es hat gebrennt. Wo hast du das gesehen? In der Küche, Herr Präsident. Was ist denn da gewesen? Die Leute haben die Mutter verbrannt. Hast du die Mutter früher schreien hören? Die Mutter hat geschrien, helft's mir! Was ist denn da oben gewesen? Da haben sie die Kästen aufgemacht. Haben sie dort etwas genommen? Ja, die Zettelin haben sie genommen und Branntwein getrunken. Was hast denn dann du gemacht? Im Bett geblieben bin ich und habe mich unter dem Leintuch versteckt. Dann bin ich eingeschlafen, bis ich Rauch gespürt habe. Was hast du dann getan? Ein Röckchen angelegt, beim Fenster hinausgestiegen und hin zum Zeglerhof. Ich erinnere mich. Adelheid, bitte lesen Sie mir jetzt diese markierte Stelle vor. Die Angeklagten sind zwei kleine Gestalten, denen man solche grausamen Handlungen, wie sie begangen, kaum zumuten würde. Namentlich ist Mutz, der kleinere der beiden, von einer sehr schwächlichen Körperkonstitution. Sein Spießgeselle Schalk ist etwas robuster gebaut. Josef Schalk, von Beruf Schreiner und Maurer, 17 Jahre alt. Und Martin Mutz, Bäckergehilfe, 18 Jahre alt. Mehrfach abgestrafte Vagabunden aus München. Vernachlässigte Erziehung, schlechte Schulbildung. Sie werden beide als sittlich ganz verkommene, arbeitsscheue, tückische, zu jedem Verbrechen fähige Individuen ohne Aussicht auf Besserung und ohne Religion geschildert. Der Richter sagte nach dem Prozess, die Angeklagten hätten mit kalter Hand und steinernem Herzen gemordet. Adelheid! Adelheid, warten Sie doch, bitte! Wie warm es heute schon ist. Wunderschön. Nach diesem elendlangen Winter. Im Herrengarten blüht es schon überall. Endlich! Na, der Dr. Mantei. Komm rein. Entschuldige, dass ich so lange Zeit nichts habe von mir hören lassen. Aber in den letzten Monaten ging es mir nicht so gut. Ja, im Club hat man dich auch schon vermisst. Bitte nimm doch Platz. Was war denn mit dir? Hier sind zunächst mal deine Bücher zurück. Du hast Erstaunliches herausgefunden, lieber Professor. Wirklich. Die ganze Vorgeschichte schwarz auf weiß. Wenn das immer so leicht wäre, dann hätte ich bald nichts mehr zu tun. Aber besonders glücklich siehst du nicht aus, Mantei. Hat dich die schnelle Lösung deines Falls etwa in eine Sinnkrise gestürzt? Nein. Vielmehr, ich weiß nicht. Die ganze Sache findet keinen Abschluss.
Nachdem Adelheids Vorgeschichte ans Tageslicht gekommen war, hat sie meine Wohnung verlassen und mich daraufhin nie wieder konsultiert. Ich habe mir ihre Rückkehr regelrecht gewünscht. Warum bist du nicht selbst zu ihr gegangen? Oder arbeitet sie nicht mehr bei den Schwarzenbergs? Doch, doch. Aber ich habe es nicht geschafft, sie selber aufzusuchen. Ich wusste nicht, was ich ihr hätte sagen sollen. Deshalb bin ich auch nicht in den Club gekommen. Ich hatte eine seltsame Angst, Schwarzenberg könnte mir irgendwelche Vorwürfe machen. Er hat eine Therapie bei dir doch selbst vorgeschlagen. Aber wer konnte wissen, in was für eine schreckliche Geschichte wir da alle hineingeraten? Mich selbst lässt die Grausamkeit der ganzen Sache nicht mehr los und macht mich so hilflos. Und darum habe ich Angst, Adelheid wiederzutreffen, weil ich ihr nicht erklären kann, warum Menschen ihr das angetan haben. Aber vielleicht braucht sie einfach Zeit, um mit der Wahrheit leben zu lernen. Immerhin kennt sie die jetzt. Die Ungewissheit, mit der sie so lange gelebt hat, war sicher noch beängstigender. Aber an den Ursachen, warum Menschen anderen Menschen solches Leid zufügen müssen, daran werde ich zeitlebens herzlich wenig ändern. Nein, aber das können wohl die wenigsten Menschen von sich behaupten. Wien im April 1930. Liebe Eva, heute ist mein freier Nachmittag und ich bin ein wenig durch die Stadt spaziert. Nun sitze ich im Café Zentral in der Herrengasse und schaue durch die großen Scheiben nach draußen. Dieser Frühling ist wohl einzig. Alles Leben kommt hervor ans Licht. Und auch das leere, taube Gefühl, was mich immer begleitet hat, ist nun verschwunden. Als ob man in ein graues Bild plötzlich Farbe hineingeschüttet hätte. Allerdings auch dunkle Farben. Denn das, was ich erfahren habe, ist furchtbar. Und wenn ich an meine Familie denke, dann zerreißt es mir schier das Herz. Aber ich weiß auch, dass mein Leben früher schlimmer war. Als ich mir meine düsteren Gedanken nicht erklären konnte und diesen Schmerz, der mich immer wieder plötzlich überfiel. Auch hatte ich eine Zeit lang Angst, für verrückt gehalten zu werden und sprach mit niemandem über mein Innerstes. Nun kenne ich die Wahrheit. Sie wirft Schatten auf mein Leben. Aber ich hoffe, dass ich es in Zukunft immer wieder schaffe, aus diesem Schatten herauszutreten. Ans Licht? Ja. Genau wie die Menschen da draußen vor den großen Scheiben. Hier endet also dieser Brief. Draußen scheint sich ein Gewitter zusammenzubrauen. Ich fürchte, ich muss mich beeilen und schnell zum Postamt laufen, um ihn dir nach Sturm zu senden. Im Sommer möchte ich dich gerne besuchen kommen. Weißt du eigentlich, dass ich damals in deiner Backstube, wenn du Torten verziert hast, das Grammophon dabei lief und du den Caruso nachahmtest, dass ich in diesen Momenten wirklich glücklich war? Nun, auf bald. In Liebe, deine Adelheid. Ja, Mantai? Ach, Augenthaler, wie geht's? Die Morgenzeitung? Nein, habe ich noch nicht. Sicher erinnere ich mich an Sie. Wie bitte? Das ist ja unglaublich. Ja, ich schau nach. Danke, Wiederhören. Frau von Eisenstange erschlagen. Wien, 6. April 1930. Gestern am frühen Abend ereignete sich in der Herrengasse ein schrecklicher Unfall. Eine Frau verließ gerade das Café Zentral, als sie vor der Tür offenbar von einer schrecklichen Windböe erfasst und auf die Straße geschleudert wurde, wie ein Augenzeuge berichtete.
In diesem Moment fuhr eine mit schweren Eisenteilen beladene Droschke an der Frau vorbei. Durch den Sturm riss sich ein Teil der Ladung los und vergrub die Frau unter sich. Mein Gott! Nach dem Bericht des eintreffenden Arztes wurde sie so stark am Kopf verletzt, dass sie sofort verstarb. Der Fahrer der Droschke erlitt einen schweren Schock. Gegen ihn wird noch ermittelt, da er möglicherweise seine Ladung ungenügend gesichert hat. Die Frau war 45 Jahre alt, gebürtige Tirolerin. Sie arbeitete als Köchin im Haushalt eines Wiener Rechtsanwaltes. Ihr Name ist Adelheid Wegscheider. Und so ruhe in Frieden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mein Beileid, Herr Schwarzenberg. Gnädige Frau. Ach, Dr. Mantei. Wie nett, dass Sie gekommen sind. Ja, ich habe es aus der Zeitung erfahren. Es ist schrecklich. Ja, wir sind auch noch ganz erschüttert. Adelheid hatte sich so gut erholt, seit sie bei Ihnen in der Behandlung war. Wirkte so gelöst in letzter Zeit. Nicht wahr? Das ist wahr. So lebhaft und fröhlich wie in den letzten Wochen hatten wir sie lange nicht mehr erlebt. Und ausgerechnet dann muss sie ein solches Unglück ereilen. Nach all dem, was sie erlebt hat, erscheint mir ihr Tod geradezu rätselhaft. Ein so merkwürdiger Unfall. Man hat den Fahrer bereits verurteilt. Es konnte nachgewiesen werden, dass er seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Aber sie muss wohl auch einen Moment unachtsam gewesen sein. Irgendetwas hat sie abgelenkt, als sie die Straße überquert hat. Es ist furchtbar. Sie wissen ja, dass Adelheid schon so lange bei uns gearbeitet hat, dass sie praktisch zur Familie gehörte. Deshalb wollten wir sie auch hier in der Nähe unserer Wohnung beerdigen lassen, damit wir uns um das Grab kümmern können. Wir sind ja neben Adelheids Tante, Eva Daum in Stumm, die einzigen Hinterbliebenen. Haben Sie diese Eva Daum eigentlich einmal kennengelernt? Leider nein. Adelheid ist im Sommer immer zu ihr nach Stumm gefahren. Aber vor 3 Jahren ist Frau Daum dann aus Stumm weggezogen. Ein paar Orte weiter, in ein Altersheim nach Schwarz. Dort haben wir auch hintelegrafiert, um ihr die Nachricht vom Tode Adelheids zu überbringen und sie zu fragen, ob wir sie in Stumm beerdigen lassen sollen. Dies hat sie aber vehement abgelehnt. Ach, und warum? Tja, schwer zu sagen. In ihrem Telegramm äußerte sie sich etwas rätselhaft. Hier im Dorf findet die arme Seele nie ihren Frieden. Das hat sie uns zurückgeschrieben. Und die lassen sich hier nicht mal im Grab in Ruhe. Wen sie damit wohl genau gemeint haben mag. Wir wollten die alte Frau dann nicht mehr beunruhigen. Sie ist eben auch schon recht betagt. Und hätte sich jetzt, wo sie nicht mehr in Stumm lebt, auch gar nicht mehr um das Grab kümmern können. So, da steht unser Wagen. Dürfen wir sie nach Hause bringen, Herr Doktor? Nein, vielen Dank. Ich gehe gern ein paar Schritte. Ich darf mich empfehlen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Herr Schwarzenberg. Alles Gute, Dr. Mantei, und vielen Dank, dass Sie hier waren. Grüß Gott, Herr Doktor. Ein Einschreiben für Sie. Notarbüro Sternbacher, Schwarz, Tirol. Ja, ich nehme es an. Moment noch, Herr Doktor. Ich brauche noch Ihre Unterschrift. Hier, bitteschön. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Nach der testamentarischen Verfügung meiner Mandantin Eva Daum, verstorben heuer am 6. Juli, sende ich Ihnen heute den beiliegenden versiegelten Brief, den meine Mandantin kurz vor ihrem Tod bei mir hinterlegt hat und den ich Ihnen nach ihrem Tod aushändigen sollte. Mit freundlichen Grüßen, A. Sternbacher, Notar. Schwarz in Tirol.
im August 1930. Sehr geehrter Herr Dr. Mantei, ich möchte Ihnen aufrichtig danken für alles, was Sie für Adelheid getan haben. Adelheid hat mir so viel Gutes von Ihnen erzählt. Ich weiß, dass Sie ihr sehr geholfen haben, auch wenn sie Ihnen das vielleicht nicht mehr hat sagen können. Das, was sie über den Tod ihrer Familie erfahren hat, war sehr erschütternd für sie. Und ich glaube, dass Sie, Dr. Mantei, für Adelheid zu einem Teil dieser schrecklichen Geschichte geworden sind. Sie haben ihr zum ersten Mal die Wahrheit gesagt. Ich erhielt die Nachricht von ihrem Tod zusammen mit einem Brief, den Adelheid mir wohl gerade im Begriff war, zuzusenden. Ich war fassungslos. Jetzt, wo sie so glücklich war und neu anfangen wollte, ereilte sie wiederum ein solcher Schicksalsschlag. Herr Schwarzenberg, der mir das Telegramm geschickt hatte, fragte, ob ich Adelheid in Stumm beerdigen lassen wolle. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Denn ich fürchtete, dass die Menschen dort sie noch immer nicht in Ruhe lassen würden. Sie kennen ja die Geschichte vom Pinsker-Hausmord, so wie sie damals in der Zeitung gestanden hat. Aber wie es der Adelheid danach in ihrem Dorf erging, davon steht in den Zeitungen nichts. Es ist eine abergläubische Gegend, müssen Sie wissen. Die Menschen haben in Adelheid partout das Unglück sehen wollen. Es sei doch merkwürdig, warum ausgerechnet sie von den Mördern verschont worden sei. Ja, denken Sie, die Gerüchte gingen so weit, dass man munkelte, sie stände am Ende mit dem Teufel im Bunde. Ein kleines Mädchen, das eine gesamte Familie verloren hatte und ganz allein in der Welt war. Ich versuchte, diese Gerüchte zunächst zu ignorieren. Doch die Leute wechselten die Straßenseite, wenn ich mit Adelheid durchs Dorf ging. Kein Kind durfte mit ihr spielen. In meiner Not habe ich mich dann an den Pfarrer gewandt. Der versuchte uns zu helfen und sprach den Leuten ins Gewissen, aber es half nichts. Die Leute wollten an ihrer einmal gefassten Meinung festhalten. Dann mieten sie sogar noch mein Geschäft und ich hatte kein Geld, um woanders hinzugehen. Zumal ich das Geschäft meiner Familie nicht einfach aufgeben wollte. Schließlich musste ich Adelheid dann ins Waisenhaus weggeben, um sie vor den bösen Blicken der Leute zu schützen und mein Geschäft vor dem Ruin zu bewahren. Bitte glauben Sie mir, das ist mir nicht leicht gefallen. Adelheid war wie eine Tochter für mich. Eine Tochter, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Nur im Sommer, da konnte sie immer für ein paar Wochen zu mir. Aber so sehr wir uns gefreut haben, einander wiederzusehen, es war nicht leicht, denn in Stumm gab es immer jemanden, der ihr einen bösen Blick zuwarf. Und als dann noch der Brand des Waisenhauses im Dorf bekannt wurde und Adelheid für mehrere Wochen bei mir lebte, ging das Gerede wieder los. Denn wieder war Adelheid an einem Ort, wo ein Unglück geschehen war, und wieder war sie dabei unverletzt geblieben. In jenen Wochen konnte ich mit Adelheid gar nicht mehr aus dem Haus. Sie hat mir dann in der Backstube geholfen und wurde dabei nach und nach selbst zu einer richtig guten Tortenmacherin. Ja, sogar zu einer so guten, dass die Leute aus dem Dorf,
die mein Geschäft ja eigentlich mieden, solange Adelheid bei mir wohnte, heimlich an der Hintertür klopften, um ihre Bestellungen abzugeben. Trotzdem, das war kein Leben für ein junges Mädchen. Und so war ich froh, als sie dann wieder nach Innsbruck zurück konnte, obwohl ich mich damals schon gefragt habe, ob Adelheid mit dem Brand im Waisenhaus irgendetwas zu tun hatte. Sie kam mir manchmal so rätselhaft vor. Vielleicht war es nicht richtig, sie nicht danach zu fragen. Aber ich hatte eben immer das Gefühl, das Kind schützen zu müssen. Und es ist bei dem Brand damals ja glücklicherweise nur Sachschaden entstanden und niemandem ein Unglück geschehen. Also habe ich Adelheid in Ruhe gelassen und geschwiegen. Ich gebe zu, dass ich auch Angst hatte, sie danach zu fragen. Vielleicht hätte sie sich von mir abgewandt. Aber dann, Jahre später, dieser Brand bei den Schwarzenbergs, bei dem sie fast selbst Opfer der Flammen gewesen ist. Sie war danach vollkommen aufgewühlt. Ich wusste nicht, wie ich ihr helfen sollte und war sehr froh, als ich erfuhr, dass sie, Dr. Mantei, sich ihrer angenommen hatten. Denn all das, was dieses Mädchen erlebt hat, ist so unfassbar für mich. Ich habe immer gedacht, dass es besser für sie wäre, nichts über den schrecklichen Tod ihrer Familie zu erfahren. Ich wollte sie vor allem Bösen beschützen und wollte ein Mensch in ihrem Leben sein, bei dem sie etwas Schönes erleben konnte. Inzwischen denke ich, dass es nicht richtig von mir war, zu schweigen. Man muss der Wahrheit ins Gesicht schauen. Sehr geehrter Herr Doktor, ich bin überzeugt, hätte Adelheid länger gelebt, dann hätte sie irgendwann den Weg zu Ihnen gefunden, um sich für Ihre Hilfe zu bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihre Eva Daum.